Wir haben ein bisschen was geändert an dem Schätzchen. Wo bist du denn hingefahren? Das Ding, boah, weiß ich gar nicht. 2.8 ist, Wir fahren heute auf der Nordstrecke. Ich glaube, Auto ist echt richtig schnell. Ist zu schnell. Und vor der Achse ist echt geil. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Zugeschaut und Mitgebaut. Nee, Quatsch. Herzlich willkommen bei Phoenix. Dave, den kennt ihr ja. Hi. Einer der schönsten Mechaniker an meinem Fahrzeug im Carrera, gell? Hier bei Phoenix. Und der gute Mann hat mit Mika, mit Locke zusammen das Setup reingeschraubt. Locke hat aber schon Feierabend gemacht. Es ist ja auch schon 17.15 Uhr. Der geht jetzt eine Wohnung anschauen. Naja, gut. Dann ist okay. Ich hoffe in Ringnähe. Nee. Nee? Wieder an die Ohren. Ach, der ist, lernt auch nicht dazu. Nee. Mann, Mann, Mann. Ja, wir haben ein bisschen was geändert an dem Schätzchen. 15 mm tiefer auf der Vorderachse, 13 mm tiefer auf der Hinterachse, mehr Sturz, mehr Flügel. Das war so im Groben, ne? Ja. Nee, wir gucken jetzt erstmal. Das sind jetzt die ersten Runden Nordschleife. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht denken, wieso ist der Vogel nicht erstmal mit dem Serien-Setup auf die Nordschleife gefahren? Kann ich euch sagen, keine Zeit. So. Und wir haben Set-Down gemacht, also erstmal geguckt. War auch gut, dass wir das gemacht haben. Und jetzt haben wir direkt zwei, drei Änderungen angepasst. Änderungen gemacht. Und die werden wir dann jetzt nochmal anpassen. Das wollte ich sagen. Aber was auch viele Leute gefragt haben, wie unterschiedlich ist das Auto zum Cup-Auto von den Achsen her? Von den Achsen her? Vom Fahrwerk und so weiter. Fahrwerk ist ein anderes drin. Klar. Von der Aufhängung ist er dasselbe. Nur halt nicht Uniball gelagert, alles, wie beim Cup-Auto. Wäre ein bisschen lauter sonst, oder? Ja, wird ein bisschen rappeln auch. Ja. Das wird, glaube ich, kein... Und Spurrelente herfahren, wenn er so knüppelzart wäre. Ja, so wie beim R8. Ja, da sind nämlich die Querlenker vom GT4-Auto drin. Aber es funktioniert gut. Es funktioniert gut. Aber wenn du so durch die Spielstraße fährst, dann denkst du, oh, sind alle Räder fest. Ist das Auto mal ein Video wert? Das Auto ist mal ein Video wert. Kannst das mal kurz vor die Eisdiele mitfahren. Mit dem R? Ja. Mit dem wir jetzt auch. Mit dem, jetzt können wir vor die Eisdiele fahren. Vorher, ja, wundert mich eigentlich, dass keiner geschrieben hat, der ist ja hoch wie ein Bus. Wie seid ihr auf die Werte gekommen, was ihr da jetzt reingeschraubt habt? Ja, das ist unser Ingenieur gesagt. Also wie im Carrera Cup. Ja, genau. Nee, wir haben ja Erfahrungswerte vom 991. Und natürlich jetzt auch vom Cup-Auto. Und dann haben wir natürlich uns ein paar Gedanken gemacht. Und grundsätzlich weiß man ja, wo man hin will. Und so haben wir dann einfach aufgebaut. Ja. So, und jetzt haben wir auch genug gelabert. Ich will jetzt fahren. Hau mal ein paar GoPros rein. Falls sich das Ding direkt einhämmert in der ersten Runde, haben wir wenigstens auf Video. Jetzt kann es losgehen. Fahren wir mal zur Nordschleifenauffahrt. Ich habe gerade in der App gesehen, Strecke geschlossen. Das wäre natürlich echt blöd. Aber ich hoffe, dass dann irgendwie einfach eine falsche Info war. Und wir jetzt wenigstens mal ein, zwei Runden fahren können, damit alles auf Temperatur kommt. Aber mal Luftdruck. Und dann schauen wir mal, wie sich das Fahrzeug so verhält. War den ganzen Tag Trackday heute. Ich hoffe, dass alles passt. Ah, da oben leuchtet alles grün. Das sieht schon mal gut aus. Murmel aufziehen. Und dann geht los. Danke dir. Bitte. So. Na, schauen wir mal. Keine Berührung haben, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Sache.
Was ein geiler Helm von 2008. Der, ja? Mega. Der ist Porno, ne? Vor allen Dingen. Hier, Freunde der Sonne, der Sandro wird die Ehre zuteil, einen alten Helm von mir zu tragen. Ne? Guckt euch das an. Da waren noch Zeiten, aber da konntest du so einen Blödsinn noch auf den Helm lackieren. Jugendsünde, GP5. Wo bist du denn Helm gefahren? Das ist jetzt, den ich jetzt habe, ist ein GP7. Das Ding, boah, weiß ich gar nicht. 2008 ist 24 Stunden Rennen. 2008 war auf dem Aston Martin, auf diesem Team Schrickschrubber, glaube ich. Oder war das 2009? Ne, das war 2009. 2008 bin ich, glaube ich, bei Black Falcon auf dem M3E92 gefahren. Oh, nicht schlecht. Ja, das Ding ging gut. War geil damals. Der Helmlackierer hier übrigens hieß Andy Tittmann. Wie die Titte und der Mann. Jetzt war ja spannend, da so eine Frau drauf ist. Ja. Ich muss mal kurz kontrollieren. Ja, der Niosi einfach immer durch mein Auto klettert, ne? Irgendwann ist bestimmt irgendwo ein Kratzer drin oder so. Und dann, wenn ihr euch dann fragt, warum der am Badesee ein T-Shirt anhat, weil der Rücken ausgepeitscht wurde. Was machst du denn da? Ja, kontrolliert. Oh, dann ist aber Trick 17 mit Selbstüberlistung, wa? Ja. Heide Witzke, ey. Diese scheiß Autos, überall Käfig. Na, Kacke. Tut mir leid. Ja. Braucht kein Mensch. Wenn ihr das sehen könntet, ne? Herrlich. Also Sandro hat jetzt die Kamera vom Handy im Selfie-Modus, ne? Um zu überprüfen, was er auf dem Bildschirm sieht, an der GoPro, die da hinten am Käfig festgelötet ist. Den Halter kannst du ja direkt dran lassen. Ja? Gott sei Dank. So, Freunde der Sonne. Ein bisschen was haben wir schon getan. Zwei Ründchen habe ich schon hinter mir. Eine ganz lockere. Wie war's? Sehr gut. Auto fährt 1A. Es schleift auch nirgendwo. Echt? Ja. Zweite Runde waren wir schon etwas zügiger. Da hatte ich den Mischa dabei. Also auch mit zwei Mann schleift er nicht. Zu Mischa fahren wir jetzt gleich noch und sagen mal guten Tag. Ach, was ich mal ausprobieren wollte. Ich habe nämlich gesehen, ich habe hier so einen Schaltassistenten habe ich nämlich. Da ist er. Das werden wir mal ausprobieren. Hey. Kannst du alles angucken. Der guckt ja auch hier. Performance-Leistung. Na? Ja. Jetzt sehe ich es. Jetzt, so, hier Performance-Leistung. Da ist der, ne, das wollen wir nicht. Hier ist der Schaltassistent. Den lassen wir jetzt auch mal an. Das was, guck ich. Was macht er? Ja, das will ich jetzt mal rausfinden. Der sagt dir wahrscheinlich, wann du schalten sollst. Kann losgehen. Hallo. Wir fahren heute auf der Nordstrecke. Ach so. Hey, was ist hier passiert? Achtung. Ja. Kleine Schikane, damit wir nicht zu früh durchdrehen. Da könnt ihr sehen, jetzt hier wie ein Cup-Auto leuchtet es kurz blau, dann kannst du in das nächste Menü gehen. Hoppala. Alles gut? Ja, alles super. Hier mache ich immer ein bisschen ruhig, weil das ist echt relativ fiese Ecke hier. Thank you.
Gurte haben wir, die bauen wir ein, Reifen bestellen wir andere und dann geht der einmal richtig hoch. Ja. Also dann musst du schon, da musst du schon echt was auffahren, um schneller zu sein als ein GT3 aus der Kiste, wo du nur ein bisschen Setup gemacht hast und ein Cup R drauf. Und jetzt haben wir ja noch ruhig gemacht, ne? Also da ist überall noch Luft. Ja. Weil ich meine, wäre ja schon schade, wenn wir den bei 4000 Kilometer, wir haben übrigens die 4000 Kilometer voll, hey, auf der Nordschleife. Wenn wir den jetzt auf der dritten Runde Nordschleife platt gemacht hätten, das wäre ja schon schade. Ja, absolut. So, Pancake ist auch am Start. Kleine Hosenscheißer hier. Micha versucht noch ein bisschen was auszuprobieren. Er will am Wochenende RCN fahren. Ja, busy race driver today, ja? Just a bit. Ja, Micha und ich sind gerade auch eine Runde gefahren. Er sagt, geiles Auto. Bisschen langweilig, weil dein Auto eben so gut ist. Ich muss ihm recht geben. Auto ist echt unfassbar. Wir haben ja jetzt den ersten Step vom Setup gemacht. Wirklich richtig gut. Wir werden jetzt definitiv Michelin Cup R drauf machen. Da sind jetzt aktuell gut hier drauf. Und die Gurte einbauen, ganz wichtig. Ja. Und dann werden wir mal ein bisschen angreifen. Also für die ersten drei Runden, die wir gemacht haben, sehr gut. Der Micha sitzt immer noch in seinem Auto und wartet. Ja? Ja. Welcome to my life. Ja, Pancake ist mittlerweile im Bett gegangen. Wir haben ein bisschen gespielt, aber der Pulli hat es überlebt. Wir sind auch schon beim Thema. Eins der Schätzchen, die jetzt kommt, ein bisschen oversized, geiles Couleur. Da kommt noch ein bisschen was anderes. Ohne Bändel. Ohne Bändel diesmal, genau. Ich hatte keinen Bock mehr auf Bändel. Habe ich gesagt, lassen wir die mal weg. Und jetzt sag doch mal, Sandro, wie flauschig ist der bitte? Also schön. Da haben wir richtig Vollgas gegeben. Richtig Vollgas. Wird in Kürze kommen, gibt es auch in Schwarz. Dann ist hier das Ganze so ein bisschen beige. Sieht sehr gut aus. Also ich muss sagen, ganz großes Tennis. Perfekt zu den Kappern, oder? Ja, fast. Passt nicht ganz farblich. Aber es beißt sich nicht. Aber es war auch gewollt, weil ich wollte diese Farbe, aber da war der Pulli schon entschieden. Deswegen, ja. So, und Karl Lagerfeld hat schon immer gesagt, mach einfach, was du willst. Ach, guck mal, Micha ist ausgestiegen. You changed to Haas? Okay, yeah, we're not gonna make it anymore. No? Das ist halt schwierig. Wie spät haben wir? Oh ja, Viertel nach sieben ist Ende im Gelände. Viertel nach fünf bis Viertel nach sieben, immer donnerstags. Kann ich nur empfehlen, auch wenn ihr noch nicht so viel Nordschleife gefahren seid. Donnerstags, nachmittags, super gut. Wenig los, da könnt ihr ganz in Ruhe gucken, wo geht es lang. Was hatten wir jetzt? Drei Autos? Ja, irgendwie sowas. Also ich sag mal 10 Autos in den drei Runden. Also in den drei Runden, wirklich. Ja. Super gut. Und denkt immer dran, wenn ihr auf der Nordschleife fahrt, es gibt da so Regeln bei Touristenfahrten. Immer beachten, nur links überholen und immer schön vorsichtig sein. Ne? Hä? Ja. Ihr beiden Süßen. Was sagst du zum GT3? Langweilig. Ich glaube, Auto ist echt richtig schnell. Ist zu schnell. Und vor der Achse ist echt geil. Die ist krass, ne? Ja, ist krass. Adenauer Force, Wehrseifen, kannst du so schnell rausbeschleunigen. Das ist krass. Ich glaube, wenn du damit nicht unter 7 fährst, dann ist einfach... Dann musst du ihn wieder abgeben. Ja, ja. Und das führt einfach zu langweilig an. Ja, ja. Und, also ich müsste immer auf Tacho schauen, weißt du, weil wir fahren, ich denke, ja, führt ein bisschen langsamer an. Dann guckst du, wir fahren total über 200. Ja, ja, genau, das ist genau der Punkt, das geht mir auch so. Also ich bin gefahren, der Koffer geht ja gar nicht, und dann guckst du auf Tacho, okay, geht doch. Ja, ja. Aber es ist heftig, ne? Ja, gestern schon viel links, doch 230 reingefahren, glaube ich. Ja, also es ist ein super geiles Auto und optisch auch schön. Und jetzt, wo so ein bisschen Setup gemacht ist, finde ich, steht dann auch besser da. Ja. Ja. Und jetzt warten auf die RS. Ja.
Gucken wir mal. Ja. Das wird dann richtig böse. Ja. Du hattest doch bestimmt schon einen hier stehen, oder? Stay tuned! Ja, ja, Micha, war schön, dich wiederzusehen nach so langer dir. Zeit. Ja. Wir sehen uns dann spätestens wieder beim 24-Stunden-Rennen, ne? Ja. Wie viel Mal wurdet ihr überrundet? Oft. Was war deine Rundezeit im Durchschnitt? Ich schmeiß das immer durcheinander. 20 oder so? Irgendwie sowas, ja. 8 etwas? 8, ja, ja. 20, 8, warte mal. Moment, lange Strecke. Ich bin schon wieder durcheinander, weil ich jetzt, ja doch, 8, 20, 8, mhm. 18, sowas. Ja, ja. Ich habe die schnellste Zeit gefahren mit der Dacia. Das war 11,29 oder 11,19, etwas in die Richtung. Und also, der Durchschnitt war 13 Minuten. Ja. Das ist schon krass. Ja, ja. Aber ich finde das geil. Ich habe das ja schon mal gesagt, du hast meinen höchsten Respekt. Ich finde das geil, weil es geht da nur um das 24-Stunden-Rennen und ums Fahren. Fahren und ankommen. Ja, genau. Ja. Das ist geil. Das ist quasi das, wo eigentlich das 24-Stunden-Rennen herkommt. Mhm. Wenn ihr mal Bock habt, dann guckt mal irgendwie so 24-Stunden-Rennen 97, 98. Ja. Ganz an, da ist kein GT3-Auto oder ähnliches mitgefahren. Da gab es einen irren Scheit mit dem blauen, mit dem Eifelblitz, wo auch die Sabine Schmitz drauf gefahren ist. Aber das war's. Eifelblitz hast du ja jetzt auch. Ja. Also, sehr gut. Mein Respekt hast du. Danke dir. Sehr cool. T-Shirt habe ich leider nicht gekriegt, aber so ist halt manchmal. Genau. Schickst dir eins. Ja, ciao.